wir halten zusammen. Genau. Genau. Die ihr trotz dieses wunderschönen Wetters gekommen seid, das passt ja irgendwo zu unserer Situation. Ja. Wir sind hier, um ein bestimmtes Band vorzustellen. Wir sind ja alle Corona geschädigt, alle die wir hier sitzen oder stehen. Da gibt es die Trachtler, da gibt es die Künstler, die Wirte. Und eine Gruppe ist natürlich besonders hart, die haben dieses Jahr überhaupt noch keine Einnahmen gehabt. Das sind die Schausteller. Ja? Und da wir ja irgendwie alle zusammengehören, alle in einem Boot sitzen, haben wir ein Band kreiert, das heißt Zusammenhalten. Und dieses Band, das verkaufen wir. Und da wird ein Teil des Erlöses geht an die Münchner Schausteller. Ja? Und der Jürgen wird es gleich ein bisschen weiter erzählen. Ich möchte mich bloß vorab mal bedanken bei den Manni Eckel, der die ganze Sache wunderbar organisiert hat. Den Peter, den Edmund und den, da ist er, Egon. Ja? Hallo. Die haben die Sache wunderbar koordiniert. Und deswegen halten wir schon mal zusammen. Gell? Zuerst einmal ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Wie der Axel mir gesagt hat, es gibt eine neue Aktion für die Schausteller. Dann habe ich gesagt, das ist super, das ist genial, weil in dieser Zeit muss man ein sichtbares Zeichen setzen. Das sichtbare Zeichen ist dieses Armband hier. Das ist ab sofort käuflich in allen Angermeier-Filialen zu erwerben gibt. Und damit kann man eben auch ein Stück Solidarität beweisen und zeigen, nicht nur für die Schausteller, sondern auch für die Gemeinschaft, weil wir leben alle Gemeinschaft und das ist vor allem das. Also diese Lebensfreude, sich nehmen zu lassen, ist eine unwürdige Geschichte. Die Schausteller tun wirklich alles, alles Mögliche und wir Künstler sowieso, um die Leute bei Laune zu halten. Also insofern, wenn ihr euch solidarisch erklären wollt, dann kauft euch so ein Bundle vom Hause Angermeier oder aus dem Hause Angermeier und beweist zusammenhalten, weil wir brauchen das in dieser Zeit. Es ist nicht absehbar, wie lang eben Corona uns noch begleitet. Also insofern werdet ihr die nächsten Wochen und Monate immer dieses Zeichen tragen müssen, damit ihr uns eigentlich ja, ganz nah seid. Und insofern hoffen wir, dass viele diesen Weg folgen und sagen, wir nehmen das Bundle, wir setzen ein Zeichen und erklären uns solidarisch mit den Schaustellern und ja, und helfen uns gegenseitig über diese schwere oder durch diese schwere Zeit. Das ist eigentlich das Hauptanliegen. Und ich finde eine kreative Idee, Axel, dass du das gehabt hast und dass du sagst, wir spenden da einen Teil aus diesem Bereich und geben das an die Schausteller weiter, weil es ist wirklich ganz, ganz schwer zurzeit für alle. Das soll ja auch ein Anstoß vielleicht sein für andere ähnliche Aktionen, eben zur Unterstützung von. Genau. Sehr stark. Genau. Weil der Axel ist nämlich immer offen für alle neuen Ideen in Sachen Tracht. Und darum ist er ja der Trendsetter. Darum ist er ja Trachtenkönig. Gell? Es ja, ist ja nicht umsonst. Ja, also man muss das auch einmal sagen. Das, also ich darf das sagen. Ja. Du nicht, aber ich darf es sagen. Also, und insofern. Ja, richtig, genau. Und insofern ist es gut, wenn ihr neue Ideen habt, kommt es zum Axel, sagt es ihm, weil die Schausteller sind unendlich dankbar, wenn ein paar Euros mehr noch zusammenkommen, damit wir diese schwierigen Zeiten überstehen gemeinsam.